Hallihallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von, Let's Play Fiesta Online. Und, Flubby ist hier mit am Start und, der X-Dillen und die Lani. Okay, wir gehen mal in den Turm rein. In dieser Folge wird so ziemlich irgendwie alles gefühlt stattfinden. auf jeden Fall echt witzig. PvP-KQ wird scheinbar nix halt. Direkt vor PvP-KQ, ey. Das ist halt richtig gay. Oder während PvP-KQ. Das ist halt richtig kacke. Mit der Hochzeitsanmeldung da. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen warten können oder sollen, was auch immer. Na gut. Jetzt ist es sowieso zu spät. Die Anmeldung ist raus. Und, mal gucken, ob man dann geportet wird oder nicht. Bekommt man ja auf jeden Fall die Zusatz-Dance. Sind das, glaube ich. Ich glaube, das sind 5% auf jeden Fall. Die man halt so allgemein, der Charakter selbst an sich halt erhält. Und ich glaube, wenn der, ich nenne es mal jetzt der Partner, noch in Gruppe ist, sind es sogar 10%. Aber das kann abweichen, weil das teilweise manchmal auch ein bisschen buggy war. Aber gut. Gibt es da sogar noch hier diese Herzen, die man nur bis die man nur so lange behält, bis man einmal verreckt ist. Wenn es die noch gibt, ey, die Dinger. Oh Mann. Auf jeden Fall gibt es dann noch das Hochzeitspad, was halt diese Stats hier aufweist. Also braucht man das auch Ostern ja halt grundsätzlich eigentlich nicht unbedingt. Ja. So, und so, zack. Zack. Ja, wie gesagt, Julian hat ja die Hochzeit dahingehend halt auch finanziert, den Hochzeitsantrag selbst. War mir ein bisschen zu teuer, muss ich sagen, weil das hätte mein gesamtes Geld fast aufgefressen. Ja, und ich muss sehen, dass ich ja wirklich ein bisschen an Rüstung komme und ich will mir das ja auch eigentlich ständig halt erarbeiten, halt soweit es geht. Und daher 2,5 Gold ist ja doch schon ganz schön viel, ne? Ist das, ich glaube, das ist auch mehr geworden. Ne? Ich glaube, das war... Ja. Boah, das ist schon immer so teuer. So. Hier. Immer noch? Yep. So, ja. Ja, dieser Flubby, ne, der kann auch nichts, ne? Der rennt einfach nur durch, ey. Nächste Etage. Ich hoffe ja ein Stück weit, dass das hier so ein bisschen meine Hoffnung eigentlich. Wir haben, glaube ich, jetzt von Turm haben wir soweit alles angenommen. Wir haben hier noch die 18. Etage. 19. Etage gibt es gar nicht. Hier ist Imps, Grauer da, genau. Ärger von Mützen, Bone Imp. Aber ich muss ja sagen, ich hoffe ja ein bisschen darauf, dass eigentlich dann gleich so geht, dass ich mit den Questen, ja, also mit den zwei Questen, die ich habe, dass ich dann mit denen auf 40 komme und ich dann eigentlich nicht nochmal in den Turm muss. Aber ob das so wird, werden wir sehen. So. Wir haben... Ich habe eigentlich die Akademie, auf welchem Platz ich bin. Und die ist sogar im wöchentlichen Ranking auf Platz. Also, obwohl die eigentlich weniger zahlt wie andere Akademien. Die Akademie hier, wo Flubby drin ist, die zahlt nämlich mehr momentan. Weil das jetzt gerade vor kurzem, als ich angefangen habe, als ich gerade hier in diesen Levelbereich gekommen bin, ist es nämlich ein bisschen weniger geworden auch. Muss man ja auch wirklich so sagen. Und gerade für diesen Bereich, wo wir jetzt die letzten 4 Level-Ups hatten, gibt es jetzt nämlich nur 600 Silber und vorher gab es da ein Gold halt. Und gut, ich habe jetzt natürlich noch keine Relation, wie das jetzt von den Preisen her dann trotzdem noch aussieht, ne? Und, gut. 8 Gold sind immer relativ, ne? 8 Gold können viel sein, können aber auch wenig sein. Gehen wir davon aus, dass es allerdings eher wenig ist. Zack. Zack. Okay. So. Lalalala. Mir läuft gerade irgendeine Musik, die irgendwie nicht funktioniert. Nehmen wir mal hier dann das Lied. Weg. So, hatten ja auch frisch noch einen Buff bekommen gehabt.
Warte, so. Okay, Eis-Vivis, lalalala. So, oh, jetzt bin ich auf dem Giftgolem drauf. So. Okay, yep. Okay, so, zack. So, haben wir noch den Guest-Buff? Ja, den Guest-Buff, der ist auch noch drauf. Muss ich immer mal versuchen, dran zu denken, dass er auch aktiv bleibt. Ja, und siehst du hier, 19 Minuten läuft er noch, das ist alles gut. So, diesmal muss ich, oh, ich muss ja kommen, ich habe ja hier komplett eine Verantwortung, ich muss ja hier tanken, diesmal dann drüber. Komm, die können wir hier erstmal rauswerfen. Ja, wirklich zerstören, ja. Okay, nehmen wir das hier noch mit dazu. Okay, so, nehmen wir mal das hier noch, festes Fleisch. Okay, zack, zack. So. Frage ist jetzt, ob man dann wirklich in die PvP-KQ will oder nicht. Einwollen würde ich schon, ne? Aber vermutlich keinen Sinn und Zweck, weil du mir sowieso rausgepollt wirst. Ich frage ihn lieber nochmal. Safe. So gepottet. So, wenn ich, ja, wurde ich mal. Okay. So, ja gut, es sind halt auch nur 4 Leute drin, ne? Also viel PvP-Action werdet ihr da auch nicht erleben. Okay. Also, probieren. Oder trotzdem, ich würde halt gerne mal reingehen in PvP-Kacke. Ich war halt wirklich schon so Ewigkeiten nicht mehr drin gewesen. Deswegen ist da der Reiz halt für mich schon gegeben ein bisschen da. In die KQ reinzugehen. Jo, gut, alles klar. Und das ist eine Verantwortung. Ali, wir brauchen glaube ich auch noch den nächsten Raum, ne? Warte, war Bullshit, die Aue. Geht ja alles. Oh, jetzt leckt das hier aber auch gut. Und Flubby ist schon wieder tot. Crazy. Warte mal, haben wir hier einen. So gut, er hat den Heal wieder unter Kontrolle. Ich achte mal ganz kurz auf mein Leben. Ja, okay. Passt. Wollte ich noch hier noch ein bisschen drauf. Mach hier meine AOE. Gerade mit dem vielen Leben, das geht dann doch ziemlich easy. So. Dann einmal das. Die Rohrringe kann ich mir wieder nicht aufheben, wie immer. Das übliche Blabla. Ja, komm, den Rest nehmen wir auch noch. Komm. Komm schon. So. Dann noch das Schild drauf. Einmal drauf. Dann kann ich auch noch kurz stehen bleiben. Ja, einer ist auch schon wieder platt. Hoffe ich offen. Aber so viele sind es auch diesmal gar nicht, ne? Vielleicht gut. Oh mein Gott. War denn nur. Problematisch ist es dann immer dann, wenn du den Cooldown von dem Stein halt schon drauf hast und du versuchen musst ja und die Dinger halt unter 1000 Leben hauen jetzt bei meinem aktuellen Leben, was ich halt momentan habe. Zack. So. Lubi hat wieder ein Level up. Was für ein Bob. So.
Genau, richtig, die Dinger brauchen wir hier auf jeden Fall safe. Und wir sind zeitlich sind wir unterwegs bei 16:53 Uhr. Das Anchor Girl. Soll ich mehr laufen oder was? Ja, muss ich. Nee, das geht ja gar nicht, ne? Ich muss hier. Gib schon mein Bestes, keine Sorge. Boah, ich hätte ganz gerne den einen, hätte ich auf jeden Fall gerne noch. Okay, die Kaku geht halt auch gleich los. Aber wir werden, glaube ich, nicht hier drin gefordert in die Kaku. Ich glaube, wir werden hier drin in der. Ich glaube, hier drin werden wir nicht gepordert. Den Turm hatten wir auch bisher noch nicht als, als Quest gehabt, ne? Da die 19. Etage, die fehlt uns als Quest. Da hatte ich gerade auch vorhin noch nachgesucht gehabt, aber haben wir einfach nicht. Ja, also den Schleim könnten wir auf jeden Fall benötigen. So, zack. Hier. Okay, lalalala. Zack. Yep. 5 Stück brauchen wir davon. Eieiei. Das noch zeitlich hinbekommen. Ich schaue mal wieder wegen der Kaku halt. Früher wurde man hier nicht rausgebracht, deswegen habe ich ein bisschen Schiss, weil man hier nicht rein rausgebracht wird. So. Gut. Lalalala. Achso, die Stäbe brauchen wir auch noch. Oh, das ist eine Kacke. Also die Kingdom Quest würde jetzt in 10 Sekunden beginnen, aber wir sind halt noch hier drin. Das heißt, weiß jetzt nicht, wird vermutlich nicht hier rausgefordert. Meine Einschätzung. Ja. Da ist auch noch nichts passiert. Ja. Okay, gut, dann war es das halt zumindest mit der PvP-KQ. Aber wir werden auf jeden Fall noch genügend Möglichkeiten haben, mit der PvP-KQ was anzustellen. Okay. So, das schreiben wir halt auf jeden Fall mal. So, also sollten wir halt versuchen, halt den Boss hier auf jeden Fall bei Zeiten halt zu machen. Ja. Ich kann ja, ich laufe mal hier oben, dann soll er sich hier oben drum kümmern. Ich glaube, nehm den Boss mir mal. Ja, kein Problem. Zack, zack. Holen wir mal die Gifte drauf. Soweit es geht halt noch irgendwie was anderes. Dann soll er sich mal um die Spinne dort unten kümmern. Ah, okay. Ah. Mach halt auch zu viel Schaden jetzt mittlerweile dafür. Boah, bin halt viel zu langsam jetzt dafür. Das ist halt echt behindert. Ich kann hier nochmal halten, aber ich sollte nicht, sollte eigentlich nicht stehen bleiben. Ja, ja, komm. Ja, komm. So, wir laufen hier noch ein bisschen. 55 haben wir es jetzt hier aktuell. Oh mein Gott. Und hier nochmal mehr. Und ging das auf jeden Fall besser, deutlich besser. So, warte. Gehen wir hin. Ja, gar kein Problem. Oh, ich brauche noch einmal Gift. Oh, die sind umgefallen. Ja. Okay, gut. Auf jeden Fall raus. Und nur Mats mal wieder, ja. Okay, raus und ja, ich werde auf jeden Fall, ja gut, müsste auf jeden Fall auch dann gleich vermutlicherweise losgehen. 57 haben wir es hier an der Stelle und
Ja, die Folge ist hier an der Stelle vorbei. Ich denke, das Hochzeitszeug, da wird nicht wirklich viel passieren. Das heißt, ich werde das vermutlich aufnehmen und dann hier hinten ran oder an die nächste Folge vorne ran hängen. Und ja, wir machen es an die nächste Folge vorne ran, glaube ich. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.